gib mir Licht. Okay, ich muss rutschen. Das Problem ist, wenn es alles so dunkel ist, dann kann man sich kaum was merken. Natürlich ist es bei mir jetzt der Fall so. Noch ein Glühwürmchen. Hoppala. Oh, schöne viele. Nein, Glühwürmchen. Jetzt wusste ich genau, wie nah ich dran war. Aber ist ja nicht so schlimm, man verliert ja Gott sei Dank kein Leben von den 5, die wir haben. Okay. Toll, da haben die Äpfel mich verarscht. Äpfel, sowas macht man nicht. Und schon. Boah. Bleib doch stehen! Ich spring einfach! Bin ich! Ich hab's geschafft! Auch nicht schlecht! Ui! Okay, den anderen Weg gehen wir jetzt nicht. Okay, rutsch mal an dem Ding vorbei. Boah, fast runtergefallen. Komm, Glühwürmchen. Zack. Zwei Kisten. Zwei verdammte Kisten. Die wir vermutlich auf der anderen Seite finden. Ah, ein Kristall haben wir. Ich wusste nicht, haben wir schon den Kristall eingesammelt oder nicht. So, Reliquie, ja, nein. Wir versuchen es zumindest mal. Ja, jetzt gerade läuft es ein bisschen besser. Solange die Steuerung nicht da ist. Das erste Level war das, was eigentlich bisher das schwerste war von den Warps, was ich bisher immer finde. Immer wieder. Und rein da. Noch zwei Kristalle fehlen uns. Und dann geht's, ich glaube, der Endgegner wird hier auf jeden Fall Cortex sein. Das definitiv, weil ist der 5. Warp. Da gehe ich stark von aus. Außer es ist wieder dieser andere Gegner. Den wir schon warten. Jetzt muss man die ganze Zeit schnell rennen. Gib ihm! Ich habe keine Zeit für Gegner. Ich habe keine Zeit für Gegner. Tschüss. Ja, einfach nur doof rumstehen, die Ratten. Mäuse, was auch immer. Ja, bisher sieht's richtig gut aus mit dem Lauf hier. Wir haben noch einen Akku, das ist umso besser. Okay, wir haben eine gute Strecke hinter uns. Okay, so schwer finde ich das auch nicht. Okay, Akku weg. Jetzt sterben, nicht gut. Boah.
Okay, wir haben's. Was? Keine Zeit mehr. Nur 26 Kisten eingesammelt, das ist ja egal. Und 1,28 gebraucht. Haben wir's? Jawohl, wir haben's Reliquie. Und das im ersten Versuch. Umso besser. So. Da haben wir zumindest das auch Level auch mit zwei Sachen abgeschlossen. Ich glaube, das Einzige, was wir nicht mit zwei abgeschlossen haben, ist das erste Level hiervon. Dem fünften Warp-Raum. Ich finde die lustigsten Level eigentlich in dem Spiel immer dieses Wegrennen von Eisbären, Felsen. Man weiß eigentlich nie, was kommt. So, zack. Wie viel haben wir eigentlich jetzt von jedem? Können wir nochmal nachgucken. So, 7 Leben, 7 Edelsteine, 23 Kristalle und 10 Reliquien. Ja, geht doch. Pack Attack! Kehre die Flugsteuerung um und nein. Ich habe ja gesagt, ich komme mit der Steuerung nicht zurecht. Und dass es nochmal so ähnlich wird. Ja, ähnlich wird heißt eigentlich genauso. Aber man kann sich ja Zeit lassen. Ist ja nicht so, dass ich da mich hetzen muss. Gib ihm. Ach man. Wenn man sich gerade an eine schöne Steuerung gewöhnt hat, muss man sich auf einmal komplett umändern. Das dauert einen kleinen Moment. Warum nicht hoch? Hoch automatisch nach vorne, das wäre viel einfacher. Das ist die Frage, was meinen die mit umdrehen? Ich habe die noch nie umgedreht hier. Okay, wir haben auch wieder schnell durch ein paar Leben geholt. Weil damit den Akku nicht mehr mitnehmen können. Und zack. Da ist ja wieder einer. Kontakte her, können Sie sagen, wo es hergeht? Bescheuert. Der Typ war bescheuert. Ach, nee, falsche Taste. Abwärts, nicht zu abwärts. Doch, jetzt darf ich genau mittig treffen. Ja, ganz schön. So. Warte, was ich ganz dringend haben will. Ist der hier, gib mir. Danke. Dann kann man ein bisschen beruhigter hier mal rumfliegen. Wo ist dieser verdammte Kristall? Oh, das war sehr, sehr nah. Hier. Der mit seinem komischen Schleudertrauma, was der hat. Gib ihm! Obwohl ich immer noch nicht einen Kristall habe.
Andersrum, andersrum. Der müsste eigentlich auftauchen bald. Weil eigentlich liegen sie immer auf dem Weg und deswegen... Toll! Wer hat sich verdrückt? Wo sind die? Wo ist er? Alles klar. Hoch, runter, runter. Ah, was soll? Was? Die Kabel sind da vorne. Irgendwo. Undicht. Nicht da, wo ich jetzt gerade war. Hoch und zurück. Rüber, rüber. Okay. Da ist er ja wieder. Der nette Typ von nebenan. Warum steht er vor einem, ne, und macht das Ganze dann? Kristall habe ich automatisch. Okay. Ich wollte gerade sagen, Kristall habe ich auch automatisch eigentlich. Nein, nein, nein. Wir haben es wieder. Puh. Na cool, ich komme jetzt. Kam jetzt ein bisschen besser mit der Steuerung, halt klar. Und alle. Jawohl. Wir haben 8 Leben. Was gar nicht so schlecht ist. Aber ich werde das Level auch nicht machen mit Reliquie. Ja, weil ich das nicht schaffe. In der Zeit. Deswegen mache ich das halt nicht. Damit das, ja, trotzdem funktioniert noch. So, Pack Attack haben wir, jetzt kommt Space Out. Nachdem er hier was auskotzt. Okay, er dance wieder ab. Okay, und auf zum erstmal sozusagen letzten Level. Es gibt ja dann noch den Endgegner. Schalte einen neuen Weg frei, indem du sämtliche Farbedelsteine erhältst. Also bisher die Farbedelsteine, die ich hatte, waren weiß. Von daher. Geh wieder vorwärts, nicht mehr abhauen. Wah! Okay, ich darf drauf. Dann machen wir so mal. Alter, sind die so richtig fies. Der bleibt unten. Alter. Danke sehr. Ah ja. Och man. Okay, kannst du nochmal von neu?
Och man, das war jetzt echt. Ja. Ein bisschen mit Pech. Was mache ich denn? Wieso rutsche ich denn den rein? In dem Spiel wird man einfach alt. Aber wir holen uns wieder ein Leben zurück. Hoffe ich mal. Jawohl. Na, so schön, gerade das Leben zurückgeholt und direkt verloren. Das ist ziemlich ärgerlich gerade. Also so viel Äpfel holen wir uns ja hier nicht. Nein. Das untere Ding hat mich, oder das Ding, das runterkam, hat mich blockiert. Oh komm, ich bin jetzt nicht. Game over gehen. Kannst mal jetzt hier nicht Game over gegangen und dann. Nein, wieder oben gegen geknallt. Wir gehen hier noch Game Over. Sag ich jetzt schon. Alles klar. Davon kann ich auch verbrennt werden. Oh, danke sehr. Endlich mal. Wollt ihr auch mal Zeit hier? Vielleicht den bekomme. Das ist richtig fies, dass man sich da verbrennt. So, wenn ich noch zweimal sterbe, dann habe ich zumindest wieder ein Leben. Das war zu früh. Warte! Alter, was hast du denn gemacht? Wir haben ja Zeit. Nein, 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 noch mal!